Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Ja, wir sind nachdem wir in der letzten Folge eine sehr erfolgreiche Dungeon-Erkundung hatten in der seltsamen Höhle. Mit 6 Aufträgen à 50 Punkten sind wir sehr nah am Bronzerang jetzt dran und schauen uns heute mal an, ob wir diesen jetzt mit dem heutigen Tag erreichen werden. Guten Morgen, Bajan. Und heute sollten wir auch endlich mal Rettungsaufträge per Post bekommen. Tatsächlich einen. So, Hunger. Mysteriöse Dungeons. Hunger und Essen ist jetzt, ja, das ist, sind zwei Informationen, bei denen ich mal sagen würde, ist okay. Wollen wir sparen, um uns zwei 500er zu holen, oder wollen wir uns wieder einen Dingens holen? Oh, da war Pins hier drin. Haben wir uns. Ja, eigentlich ist es unnötig, weil. Onyx. Wir sollten auf Masse gehen, weiterhin. Dementsprechend. Alle zu. Ah, Glutebene für Feuer-Pokémon ist schon nicht verkehrt. So. Wieder 5 Aufträge für die seltsame Hölle. Wir haben diesen einen Postauftrag bekommen. Sorry. Schicken die uns extra was per Post und wir nehmen es nicht an. Wie gemein. Aber ja. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die seltsame Höhle. Wieder so tief. Ja, 5 Aufträge sind 5 Aufträge, ne? Dann nehmen wir noch einen vom Stahlberg an. Den niedrigeren. Gut. Da-da-da-da. Wir haben wieder eine Eskorte. Ja, man kann. Hier kann man ja wirklich alles machen. Selbst die Aufträge kann man sich hier angucken. Aber der Lebenssamen ist es auf jeden Fall wert. Ich hab schon. Ah. Na, okay. Machen wir so. Kann vorkommen, dass zur Verkundung von anderen Pokémon begleitet wird. Dankeschön. Ach komm. Bleibt man dabei erstmal. Passt schon. So, diesmal wollen wir es. Okay. Ich habe jetzt beim letzten Mal jetzt auch nicht langsam gespielt, aber ich habe vorsichtig gespielt. Aber versuchen wir da morgen mal wieder durchzuholzen. Verfehlt. So.
War Taubsi nicht in einem Areal, das ich noch nicht gekauft hatte? Hab mich wohl verguckt. Werden sie unverletzt? Du benötigst allerdings Camp, um. Ja. Du hast noch kein Camp. Wollte ich doch gerade sagen. Drücke X, um das Menü zu öffnen und wähle Teaminfo, welches Camp benötigst. Im Item kannst du auch an Dungeons Camps erschließen. Das ist ja lustig. Ja, was jetzt Phase? Ich kann es doch eh nicht mitnehmen. Aber hey, ich habe jetzt ein großes Team. Aber es ist interessant zu wissen, dass man auch die Pokémon bekommt, die man noch nicht rekrutieren kann. Ich frage mich, wo nochmal das Maximum lag. Aber aktuell sind es ja sehr gute, sagen wir mal, Leibwächter für unsere Eskorte. Mein. Einmal durch. Also, ja, echt sondergleichen. Das ist die unfairste Attacke. Ist das ja ein Spaß, seine Belebersamen durch die gemeinste Mystery Dungeon Attacke im Spiel zu verlieren. Und weg. Alter, Kleinstein. Du bist Eskorte. Du greifst nicht mit an. Ja, Tempo gesenkt, ist auch okay.
Du musst halt wirklich immer den Gegner hinterherlaufen, denn das ist nichts schlimmer, als wenn der Gegner hinter einem ist mit einer Eskorte, weil du kommst nicht schnell genug an das andere Ende der Schlange. Okay. Und was holst du dir? So. Damit zumindest wieder ein bisschen Backup. Schaden ist auch wieder da. Sehr schön. Da haben wir schon so viele gekauft und konnten trotzdem die Leute nicht mitnehmen. Das ist voll gemein. Wo sind denn alle Pokémon? Da fehlt doch wer. Nix. Und Level 9. Quatsch, Level 11. Level 9 sind wir ja schon. So. Magen auffüllen. Okay. So, Ebene 6 und Ebene 7 müssten es noch sein, oder? Onyx weg. Schön. Block. Zack. Ich hab's befürchtet. Alle natürlich. So.
Wisst ihr, was das Fiese an Groll ist? Dadurch, dass Groll ja AP nimmt und wenn die AP weg sind, eine Verlinkung aufhört, kann Groll auch einfach mal eine Verlinkung killen. Das kannst du doch keinem erzählen. Die KI ist nicht schlau genug, eine Attacke nicht einzusetzen, die... Warum das denn? Alter! Willst du mich verarschen? Yeah. Natürlich mein Spätzchen. Tut aber noch gut weh. Diese Brise. Kann ich wahr sein. Und tschüss. So. Ja, genau, das müsste dann auch der letzte sein. So, so, oh. Fertig! Ja, hat wieder die halbe Folge gedauert, aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Bronzerang, haben wieder viele Aufträge erledigt. Und das lief gut. Voilà. Bin ich doch neugierig. Du, ein Konglomerat an Ladybar. Oh, die werden auch gleich alle gleichzeitig wach. Ja. Yay, Level 10.
Es bietet keinen einzigen Vorteil. Na, guck an. So. Gibt kein Camp, mit dem Topsy niederlassen kannst, als dann kriegst. Oh, du kriegst Geld. Radfratz bekommen wir, schön. Ja. Und nein. Hyrapla haben wir noch kein Camp für. Schade. Schade. Waren am Ende nur drei Pokémon, stimmt. Ja. Und ich hoffe, mit dem Bronzerang kriegen wir jetzt auch D-Ränge. Yeah. Oh nein, wir sind jetzt im Normalrang. Gibt ja. Oh. Okay. Anzahl an. Oh, das ist auch gut. So, wie viel brauchen wir jetzt für den Bronzerang? Oh nee, jetzt haben wir ja zwei Radfratz. Na gut. Kommt, glaube ich, hin. 150, 300, 600. Das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal 6, oder? Nee, kommt nicht hin. Das heißt 800. Tut weh. Vor allen Dingen, weil wir jetzt mehr als 6 Aufträge machen müssen, um Bronzerang zu bekommen. Mal schauen, ob das jetzt 2 Aufträge waren, bis es weitergeht, oder 3. Meines war Rule of 3. Das heißt, wir haben heute nochmal wieder einen ganz normalen Auftragstag. Oder nicht. Echt jetzt? Das ist die Basis von diesem Team Upstream? Hier ist absolut nichts. Tote Hose. Echt trostlos, findet ihr nicht? Geradezu deprimierend. Ha! Wie hab ich das noch gesagt? Welches Retterteam hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Oh, sieh mal, einen Briefkasten. Hätte ich in so einem Loch nicht erwartet. Stimmt's. Stimmt. Los, sieh nach, was drin ist. Hey, was fällt euch ein? Volltreffer. Wenn das mal keine Rettungsaufträge sind. Aha, entzückend. Steck sie alle ein. Halt. Die sind für uns bestimmt. Finger weg. Ha. Ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Das ist unser Trick. Mein Schein als mehr Schein als sein. Aber das bleibt unser Geheimnis. Uns geht es nur um eins, die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Habe ich mich da gerade verhört? Nein, nein, du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Zaster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns.
Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel, der Name ist Programm. Wir sind das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Dumpfbacken. Wartet mal eine Sekunde. Weg sind sie. Was für Ekelpakete. Oh nein, der Briefkasten ist leer. Die haben einfach alle mitgehen lassen. War nur Spam. Da hatten wir Glück im Unglück. Bleeper hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weiter Pokémon retten. Diese Typen. Wenn die uns nochmal unterkommen, sollten sie sich besser warm anziehen. In der Tat. So. Freunde mit dem Knuddelhof. Mit einem Knuddelhof kannst du nennen. Und weil wir uns nicht lumpen lassen, schenken wir dir ein Exemplar. Stell dir vor, du triffst in einem Dungeon ein Pokémon, das sich deinem Team anschließen will, doch du besitzt nicht das passende Camp dafür. Kein Problem, mit dem Knuddelhof-Orb und dem nötigen Kleingeld kannst du im Nu gleich vor Ort ein Camp erschließen. Ich glaube, das nötige Kleingeld ist eher das Problem, aber wir können gerne mal einen mitnehmen. So, dann gehen wir mal zum Pokémon-Platz. Wie viel Kohle haben wir jetzt? Oha. Wir können die Kohle natürlich theoretisch mitnehmen. Ja, ich glaube, das ist glaube ich smarter. Das sollte man natürlich nicht für jedes 0815 Pokémon machen, sondern nur für richtig coole. Ja. Aber dann können wir dann so vorsichtshalber mal beides mitnehmen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt so großartig vor allen Dingen Early K.O. gehen. So. Hallo? Achso. Das mal so, Leute. Seltsame Höhlen-Action mal wieder. Viermal Stahlberg, fünfmal Seltsamhöhle. Man könnte jetzt so als kleinen Ausgleich zu den letzten Folgen tatsächlich den Stahlberg angehen. Wobei, wir müssen trotzdem 8 Ebenen machen. Hier nur 7. Wieder eine Escort-Mission. Das gemacht. Könnten auf die Escort-Mission auch pfeifen, dann müssten wir nur bis Ebene 5. Ja, ich glaube, das machen wir sogar. So, Attacke neu verlinken. Achso, wow. Der Link wird sogar wieder aufrecht gemacht. Krass. Dieses Spiel hat schon ein paar viele Quality of Life Changes. Mal too much, aber ja, in der Regel passt das. So. Ja, Leute. Die ganze Seltsamhöhle, auch wenn wir den letzten Punkt skippen und die Eskorte knacken, wird es dann, glaube ich, trotzdem über die Stränge schlagen. Dementsprechend würde ich sagen, was ist mit der Folge für heute? Und wir haben ja Team Übel kennengelernt, also ein Highlight hatten wir in dieser Folge ja trotzdem. Und ja, wie gesagt, zum nächsten Mal machen wir halt nicht so eine lange Erkundung wie bei den letzten zwei Malen. Ich meine, die Punkte kriegen wir ja sowieso. Und es ist, glaube ich, effektiver. Ich hoffe, dass wir ein paar Demissionen beim nächsten Tag kriegen. Falls wir die Mission aber erst Bronze bekommen, ist das natürlich, dann müssen wir uns natürlich durchbeißen. Aber mal gucken. Also, ich würde sagen, dann war es mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.